Anakin Skywalker ist in aller Leute Munde. Folge 4 hat das Star Wars Universum, wie wir es kennen, verändert. Unser letztes Video zu ihm und Ahsoka hat polarisiert und wir konnten durch eure rege Beteiligung in den Kommentaren einige Eindrücke sammeln. Wir konnten neue Erkenntnisse aus der aktuellen Entwicklung ziehen und wollen das heutige Video nutzen, um an das letzte anzuknüpfen. Am Ende des Videos werdet ihr nicht nur verstehen, was dieser Moment in der Serie eigentlich bedeutet, sondern auch begreifen, was für gewaltige Konsequenzen im Universum daraus resultieren. Die World Between Worlds ist der Punkt, an dem die Star Wars Geschichte zusammenlaufen wird. Es ist zweifellos festzustellen, hier ist besonders viel möglich. Doch was genau letzten Endes passiert, das entscheidet dann doch die Story-Abteilung von Star Wars. Es gibt allerdings ein paar Wege, die wir uns mehr vorstellen können als andere. Einige von euch haben sich eine Star Wars What-If-Serie gewünscht und genau die World Between Worlds könnte diesen Wunsch zur Realität werden lassen. Doch lasst uns, bevor wir uns dem einmal widmen, auf Anakin Skywalker eingehen, dieser ist nämlich der zentrale Bestandteil. Wenn ihr Ahsoka genauso genial findet wie wir, dann lasst der 212. gerne ein Abo da. Unser Ziel sind die 300.000 Abonnenten. Helft uns dabei und wir versorgen euch dafür mit den besten Star Wars Videos rund um Ahsoka. Vielen Dank für euren Support, Freunde. Das Lichtschwert hatten wir im letzten Video kurz einmal angerissen. Dabei sind wir der Vermutung gewesen, dass es sich dabei nicht um das Lichtschwert Vaders handelt. Doch müssen wir auch zugeben, ist das nicht sehr gut ersichtlich und die Lichtbedingungen der World Between Worlds geben ebenfalls ihr Übriges. Wir sehen die Option, dass es sich hierbei Anakin um seinen Machtgeist handelt, immer noch als realistische Möglichkeit. Doch gibt es einen Widerspruch, den wir unter Umständen sehen, und zwar sein Aussehen. Nein, wir meinen natürlich nicht sein Gesicht, sein restliches Aussehen. Er trägt die Robe aus Star Wars Episode 3, die Rache der Sith. Doch schauen wir noch einmal auf seinen Machtgeist in Episode 6, so erkennen wir. Er trägt hier eindeutig eine braune Robe. Diese weicht doch schon sehr stark von seiner Robe aus Episode 3 ab. Ziehen sich Machtgeister jetzt um, haben sie jetzt auf einmal einen Kleiderschrank, dass die Machtgeister immer weiter vermenschlicht werden und zunehmend mehr Einfluss auf das Universum nehmen. Auch physischer Natur, das ist uns spätestens seit den Sequels klar. Dort interagieren Yoda und Luke ganz eindeutig mit der echten materiellen Welt. Das könnte eine Erklärung für die andere Robe sein. Oder ist das der Holzpfad? Es gibt nämlich eine weitere Option. Wir sehen an dieser Stelle einfach nicht Anakin Skywalker. Die Person, die wir hier sehen, ist jemand anderes. Doch wer könnte es sein? Naja, die World Between Worlds ist eine besondere Ebene in der Struktur des uns bekannten Universums. Es handelt sich dabei quasi um eine Art Zwischendimension, die vom zeitlichen Verlauf der Geschichte abgekoppelt ist. Raum und Zeit funktionieren hier komplett anders. Es gab noch eine andere Welt, in der sehr ähnliche Bedingungen herrschten. Die Welt der einen aus Star Wars The Clone Wars. Mortis ist eine verschlossene, mysteriöse Welt, auf der die Macht zu Hause ist. In Clone Wars Staffel 3 wird uns diese Welt gezeigt und auch hier ist es so. Die Charaktere, in dem Fall Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi und Ahsoka Tano, bereisen diese Welt und als sie sie am Ende wieder verlassen, ist in der richtigen Welt von Star Wars nahezu keine Zeit vergangen. Einen ähnlichen Charakter können wir auch in der World Between Worlds erkennen, abhängig davon, zu welchem Zeitpunkt wir zurückkehren. Wir können uns daher vorstellen, dass dieser exotische Ort mit Mortis zusammenhängt. Das ist an sich auch nicht unlogisch, wenn wir bedenken, dass das Tor zu diesem Ort in Star Wars Rebels durch die Mortis-Götter bewacht wird, die die Loth-Wölfe anweisen. Entsprechend könnte der hier abgebildete Anakin gar nicht Anakin sein, sondern eine Manifestation der dunklen Seite, der Sohn. Er ist eines von drei Machtwesen und die Verkörperung der Dunkelheit. Er steht für Verführung und alles Böse im Universum. Er hat schon in Clone Wars seine Gestalt verändert und sich der Gedanken und Beziehungen anderer bedient. Der Sohn kennt außerdem Ahsoka Tano, die er bereits zu jener Zeit auf Mortis korrumpierte. Auch hier sehen wir also eine Möglichkeit und auch ein Motiv, denn der Sohn kennt Ahsoka und seine Schwester, die die Tochter ist, hat sich sogar für Ahsoka geopfert. Daher kommt übrigens auch der kleine Vogel, der sich immer in Ahsokas Nähe befindet. Wenn wir schon bei der Tochter wären. Murai, ihre letzte Verkörperung, ist bisher auch noch nicht aufgetaucht, was ebenfalls sehr ungewöhnlich ist. Dass die Welt zwischen den Welten mit Mortis in Zusammenhang stehen muss, wird darüber hinaus durch jenes kleine vogelartigen Wesens bestätigt.
Murai war in Star Wars Rebels zuletzt in der World Between Worlds, noch bevor Ezra dort war. Sie hat ihn quasi erwartet. Wie konnte sie sich Zutritt zu dieser Welt verschaffen, ohne das Portal zu öffnen? Dies ist also ein weiteres Argument für den Mortis-Ansatz. Diese Welt, die Welt zwischen den Welten, muss etwas mit Mortis und seinen Göttern zu tun haben. Und der dunkle Ausgang der Musik in Folge 4 spricht auch dafür, dass dem Braten nicht zwangsläufig getraut werden darf. Und genau hier sehen wir, was alles möglich ist, womit wir bei diesem Was-wäre-wenn-Szenario wären. Ahsoka befindet sich nun in dieser Welt und wird sich mit Anakin oder wer auch immer er jetzt sein mag, austauschen. Sie wird durch diese Welt schreiten und die verschiedenen Pfade durchlaufen. Und so kann es sein, dass sie verschiedene Portale sehen wird. Sie wird bereits bekannte, aber auch völlig neue Abläufe der Geschichte vor sich sehen. Im Endeffekt nichts weiteres als ein kleines What-If-Szenario. Zum Serienstart stand bereits fest, es wurde eine jüngere Ahsoka gecastet. Diese könnte man im Rahmen des Besuchs der World Between Worlds zeigen. Man könnte sie hinter einer dieser Portale zeigen, wie sie von Rex und den anderen Klonen gemeinsam mit Anakin ausgebildet wird. Man könnte sie aber auch zu einem späteren Zeitpunkt zeigen, zu einem alternativen Pfad der Geschichte. Jenem Pfad, wo sie eine der wichtigsten Entscheidungen ihres Lebens auf andere Weise trifft. Dem Pfad, dass sie nie den Jedi-Orden verlässt und am Ende gegen Anakin auf Mustafa kämpft. Auch diese Möglichkeit ist durchaus denkbar und könnte uns bis ins Mark erschüttern. Star Wars kann in dieser Welt neu geschrieben werden. Es gibt keine Annahmen oder gar Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Keine festgeschriebenen Ereignisse. Und wenn wir das so hören, gibt es noch eine weitere, wirklich coole Handlung, die dargestellt werden könnte. Alle haben es bei Merrick schon vermutet. Dieser unbekannte Inquisitor hat etwas mit Galen Merrick oder auch Starkiller genannt zu tun. Nicht nur die Namen haben eine gewisse Ähnlichkeit, nein, auch Sam Witwer, der die Vorlage zu ihm ist, hatte bereits bestätigt, er hat an der Ahsoka-Serie mitgewirkt. Ob Witwer jetzt wirklich Merrick verkörperte, ist fraglich. Aber es gibt eine Möglichkeit, wie Star Wars The Force Unleashed in unser Star Wars-Universum integriert werden kann. Und an dieser Stelle wird es extrem spannend. Was sind die Konsequenzen? Ihr seht, die abstrusesten Szenarien können nun Realität werden. Als Disney Star Wars damals übernommen hat, haben sie den Kanon eingeführt und viele Geschichten wurden als Legends deklariert. Es hatte sich damals schon fast etwas stiefmütterlich angefühlt, doch nun können diese Legenden, diese alternativen Wege doch in den Kanon integriert werden. Es sind eben Legenden, andere zeitliche Abläufe, die in anderen Universen vielleicht auch in unserem Wirklichkeit sind. Der Legends-Bereich wird durch die World Between Worlds in unseren Kanon integriert. Beide Welten werden miteinander verbunden und der Knotenpunkt für diese Verbindung ist eben die Macht und die Welt zwischen den Welten. George würde jetzt sagen, it's like poetry, it rhymes. Wir finden das wirklich cool und es zeigt, wie enorm das Potenzial hinter dieser Entscheidung ist. Fest steht, mit solch einem Mechanismus geht ebenfalls viel Verantwortung einher. Nicht alles kann perfekt ins Universum integriert werden, doch im Falle von Starkiller ein Portal zu zeigen, in dem er vielleicht gegen Vader kämpft und den Imperator besiegt, das wäre schon wirklich mal cool. Es ist wichtig, was am Ende in die übergeordnete Timeline findet und genau dort liegt die Verantwortung. Welche What-If-Szenarien würdet ihr gerne sehen? Schreibt es uns in die Kommentare. Lasst uns doch einen Like da. Hashtag 212. Gemeinsam sind wir stark.